Zeig mal deinen Tanz. Okay, tanzen. Sorry, gerne. I was just zoning out. Could you say again? Mit Wall-E, R2-D2 oder Robocop kommen wir regelmäßig im Kino mit Robotern in Berührung. Doch wie sieht es in der Realität aus? Könnten Roboter in Zukunft Teil unseres Lebens werden? Im Bionikum im Nürnberger Tiergarten kam es nun zu einer Art Familientreffen der Roboter. Unter anderem zeigten die Ostbayerische Technische Hochschule, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ein Edeka-Markt aus Fürth, wie weit die Entwicklung von menschenähnlichen Robotern ist. Dabei ging es auch darum zu zeigen, was sich die Technik in der Natur und bei Tieren abschauen kann. Zwei haben wir noch. Sollen wir noch machen? Ja, oder? Wir haben noch zwei Bücher. Das ist die Emily. Die ist bei uns an der Hochschule in Amberg, steht sie. Und da kümmere ich mich auch gut um sie seit einem halben Jahr. Der Name Emily kommt daher, wir sind die Fakultät EMI. Und ja, da war es naheliegend, ihr den Namen Emily zu geben. Und da jeder sie sonst nur Pepper nennt, dachten wir uns, naja, dann hat unser Roboter einen eigenen Namen und er heißt Emily. Was kannst du? Ich bin vor allem dafür entwickelt worden, mich mit Menschen zu unterhalten. Ich kann auf ihre Fragen eingehen und ihnen Dinge erklären, die sie vielleicht noch nicht wussten. In Japan werde ich zum Beispiel in Krankenhäusern eingesetzt. In vielen Firmen begrüße ich auch die Gäste und erkläre ihnen ihren Weg im Gebäude. Es sind noch viele andere Einsatzzwecke denkbar. Seit wann haben Sie jetzt die Emily in der Oberpfalz und was hat die Emily seither auch gelernt? Ja, die Emily ist bei uns seit Dezember 2016 und am Anfang konnte sie nur Englisch. Muss man eben noch ein bisschen was investieren, um ihm deutsche oder ihr die deutsche Sprache beizubringen. Und seitdem haben wir verschiedene Szenarien ausprobiert, eben Hilfe im Gebäude, Kochen, also Rezepte vorlesen, aber eben auch Fragen beantworten und schrittweise durch den Kochvorgang zu führen. Der andere Pepper-Roboter hat ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Fränkischen. Wie schaut es bei der Emily aus mit dem Oberpfälzischen? Das ist ganz schwierig, da müssen wir noch dran arbeiten. Pepper, ich möchte kochen. Milchreis. Sage einfach weiter, sobald du soweit bist. Weiter. Okay, ich lese dir jetzt der Reihe nach die Zutaten vor. Am besten du richtest diese gleich so weit her und wiegst sie ab. Wenn du bereit bist, sag einfach weiter. Weiter. 1 Liter zimmerwarme Milch. Wie man jetzt schön sieht, zeigt sie auf dem Tablet die Zutat an. Würde mich jetzt weiter aus dem Menü navigieren. Jedes Mal, wenn ich weiter sage, weiter. 250 Gramm Milchreis. Weiter. 4 Esslöffel Zucker. Doch durch welche Technik können Roboter wie Emily überhaupt auf den Menschen reagieren? Hier oben sind die Sensoren. 3 an der Zahl hat sie hier am Kopf, damit sie auch auf Berührung eingehen kann. Hier, das was so schön blinkt, das sind die Augen. Im Endeffekt ist sie standardmäßig so eingestellt, dass blau bedeutet, sie versucht Dinge zu verstehen, die wir jetzt reden. Da ich jetzt rede, versucht sie die natürlich gerade zu verstehen. Und sobald es grün wird, hat sie irgendwas verstanden. Das ist jetzt erstmal nur ein Feedback für mich, damit ich weiß jetzt, was ich von ihr will oder nicht. Allerdings ist natürlich auch denkbar, wie jetzt vorhin bei dem Eisbären, dass die Augen sich rot färben. Und das zeigt natürlich ein bisschen Gefahr oder Aggression oder wütend. Hier oben sieht man die Kamera, das kleine Loch hier oben drin. Dadurch nimmt sie uns, die ganze Umgebung, nimmt sie wahr. Sie kann Gesichter erkennen, sie weiß, wo Menschen stehen und sie weiß, wenn Menschen sich bewegen. Und auch wenn sie sich jetzt selbst bewegen würde, sie würde nirgendwo gegenfahren, weil sie hat überall einzelne Kollisionsdetektoren, die dafür sorgen, dass sie schaut, wo sind Gegenstände, da fahre ich nicht dagegen. Ich habe nur was zu tun. Ruh dich aus. Okay. Zeit zum Ausruhen. Ja, gönnen wir dem Roboter mal eine kleine Pause und ich würde jetzt einen anderen übergeben, der vielleicht noch was zum Sandwort sagt. Vielen Dank.